Herr Pfarrer Wurst, wir stehen hier an der Außenmauer der JVA Tegel, an der sozialen Skulptur von Harald Pölschau. Mhm. Harald Pölschau war ein Gefängnisseelsorger, nicht hier in der letzten Zeit, sondern während des Nationalsozialismus. Aber da könnten Sie wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, Harald Pölschau war, wenn man so will, einer meiner Vorgänger hier vor langer Zeit. 1933 bis 1945 in der nationalsozialistischen Zeit, in der üblen Zeit, wurde er hier als Gefängnisseelsorger angestellt. Er hatte sich daraufhin beworben. Zuvor hatte er Theologie studiert, war Pfarrer und er hatte auch soziale Arbeit studiert und kam auch aus diesem Denken heraus hier an die Justizvollzugsanstalt, die damals noch Strafanstalt hieß. 1933 wurden nach und nach politisch sich engagierende Menschen hier inhaftiert und Harald Pölschau hat versucht, hier im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas für diese Menschen zu tun, in verschiedener Weise. Durch Gespräche natürlich, das war ja seine Aufgabe hier. Durch die Ansprache im Gottesdienst, in Andachten, aber auch ganz praktisch. Er hat einfach, weil die Versorgung der Menschen hier so schlecht war, auch manche Lebensmittel mit hereingebracht und hat diesem und jenem etwas in die Zelle geben können. Und er hat auch für die politisch Inhaftierten manche Briefe und Nachrichten mit hinein und mit hinaus nehmen können und hat so die Verbindung von drinnen und draußen gesucht. Das war wichtig für die Familien der Inhaftierten, für die Inhaftierten selbst und für uns auch ein Stück Zeitdokument, wie damals gedacht und gehandelt wurde. In einem Gastbeitrag schreiben Sie für uns, dass ein gutmeinender Beamter, damals Justizvollzugsbeamter, dass dem aufgefallen ist, dass die Tasche dicker war, als er rausging, als er reingekommen ist. Nun, wenn er da Lebensmittel mitgebracht hat, dann muss er ja schon vorher ziemlich dick gewesen sein. Ja, eben, genau so rum ist es richtig gemeint. Das hat übrigens die Inhaftierten, mit denen wir hier über Harald Pölschau gut ein Jahr lang nachgedacht haben, sehr gefallen, diese Anekdote. Und sie spiegelt sich auch hier in der sozialen Skulptur wieder. Pölschau geht mit einer Aktentasche durch die Mauer hindurch. Er ist also, hat Wände hier durchlässig gemacht, die sonst Man sieht hier jetzt vorne die Aktentasche, ja, beziehungsweise sie soll eine Aktentasche symbolisieren. Ja, und die Hälfte ist also schon durch. Ne? Man sieht, die erste Hälfte ist in der Mauer und ebenso sein. Also mit dem Kopf ist er nicht durch die Mauer. Ja, vielleicht doch. Aber egal. Jedenfalls hat das den Inhaftierten sehr gefallen. Und es war klar, diese Aktentasche als Symbol seiner Tätigkeit muss irgendwie auch in der sozialen Struktur eine Rolle spielen. Der Gedanke war ja, Harald Pölschau zu ehren für seine Arbeit, für sein Engagement hier an dieser Stelle. Und natürlich sollte das auch mit den Inhaftierten geschehen, die heute oder eben vor 2 Jahren hier noch innerhalb der Mauern waren. Eine Künstlerin wurde angefragt, Katrin Hattenhauer, und sie hat sich vorgestellt in einem Infoabend mit der Frage: Was ist eigentlich Mut? Wie kommt es dazu, dass ein Mensch den Mut aufbringt, etwas zu tun, was im Augenblick verboten oder mit Gefahren verbunden ist? Mut im Interesse von Menschen, ihnen zu helfen. Und in der Diskussion kamen wir dann dazu, eine Haltung, eine innere Haltung
ein äußerer Anlass dazu und einen Background braucht man, der einen auch stützt, wenn man selber Zweifel hat und ins Wanken gerät. Und dann haben sich 9 oder 10 Inhaftierte gefunden, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, ein Jahr lang miteinander darüber nachzudenken, wie eine Skulptur, wie ein Denkmal für Pölchow ja aussehen könnte. In unregelmäßigen Abständen haben wir dann zusammengesessen und es wurden Entwürfe gefertigt, Zeichnungen, Modelle gebaut aus Holz und aus Dingen, die hier zur Verfügung stehen. Und dieser Prozess des Nachdenkens, des Entwerfens und Verwerfens ist eigentlich Teil der sozialen Skulptur. Denn was hier steht, haben ja nicht die Inhaftierten angefertigt, konnten sie ja nicht. Die Möglichkeiten haben wir hier in Tegel nicht. Aber der Prozess, wie es dazu gekommen ist, gehört dazu. Wenn man sich einig wird, welches Material verwendet werden soll, welche Idee da drin stecken soll. Ich erinnere mich noch daran, ja, mit zu der sozialen Skulptur gehört der Prozess, wie es dazu gekommen ist, eben sich einig werden darüber, welches Material diese Skulptur haben soll, wie sie geformt ist, welcher Schriftzug auf dem Spiegel steht. Ich erinnere mich noch, dass wir an einem Abend 2 Stunden lang mindestens gebraucht haben, um zu gucken, wie sollen die Buchstaben aussehen, welche Entfernung, wie ist die Anordnung, was braucht es, einem anderen zu helfen. Diesen Schriftzug liest man hier, wenn man vor dem Spiegel steht. Ja, man kann ihn schlecht lesen, aber man kann ihn lesen, ja, wenn man sich davor stellt. Man soll ja auch ein bisschen neugierig werden und näher rangehen und gucken, aha. Ja, wenn man näher rangeht, sieht man eher sich selbst im Spiegel, als das, was da drauf steht. Aber das soll ja so sein. Man soll sich selber sehen, um dann zu erkennen, was braucht es, einem anderen zu helfen. Ja, derjenige, der fragt, die ganze Person, den Menschen braucht es. Mhm. Und nicht irgendein, sondern der genau hier an der Stelle steht. Mhm. Das ist der Hintergrund dieser Kombination von beiden Skulpturen. Während seiner Zeit als Gefängnisseelsorger hat Harald Pölchow ja nicht nur politische Gefangene betreut, sondern auch normale Gefangene. Oder waren während dieser Zeit nur politische Gefangene in der Strafanstalt Tegel, wie es damals hieß, inhaftiert? Mit Sicherheit waren ein buntes Feld von Inhaftierten hier versammelt. Er war ja auch nicht der einzige Gefängnisseelsorge. Er hatte Kollegen, deren Namen ich aber nicht kenne. Ich weiß auch die Zahl nicht. Aber er hat sich eben in besonderer Weise um die politisch Inhaftierten gekümmert, weil er von seiner Theologie her, von seinem Hintergrund her, mit diesen Menschen sympathisiert hat. Im Prinzip waren die ja schon meistens zum Tode verurteilt, früher oder später. Nicht alle, das zog sich hin, das war lange Zeit offen. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, der ja auch inhaftiert war. Mhm. Und mit dem hat er wahrscheinlich auch zu tun gehabt? Das ist eine interessante Frage. Er hatte ihn sicherlich im Gespräch. Wir sind sich mit Sicherheit begegnet, aber mir ist aufgefallen beim Lesen, sowohl bei Bonhoeffer als auch bei Pölchow, dass sie wenig übereinander sagen. Mhm. In der Biografie über Bonhoeffer von Eberhard Bethge steht ja auch drin, dass Bonhoeffer auch reichlich Briefe rausgeschmuggelt hat. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob Pölchow da beteiligt war. Es sollen aber auch normale Bedienstete gewesen sein, die Briefe da von Bonhoeffer mit rausgeschmuggelt haben. Ja. Aber auf jeden Fall soll er Briefe von Julius Leber, einem Mitglied des damaligen Kreisauer Kreises, rausgeschmuggelt haben. Ja. Und von Moltke, James Graf von Moltke. Moltke, genau. Da gingen viele Papiere rein und raus. Aber bei Bonhoeffer, da bin ich mir nicht so sicher, ob die beiden wirklich ein enges Verhältnis hatten. Davon wird nichts berichtet, auch Jahre nach Kriegsende nicht. Und ich weiß nicht, ob die beiden nicht gut harmoniert haben. Ich kann mir das nicht genau vorstellen. Sie kamen aus verschiedenen Richtungen theologisch. Bonhoeffer wäre die... Aber beide gehörten ja zur bekennenden Kirche. Nein. Nein, auch nicht? Pölchow gehörte nicht zur bekennenden Kirche. Ich dachte das auch lange Zeit. Ah, ja. Er ist wahrscheinlich aus taktischen Gründen nicht eingetreten, um hier seinen Posten bewahren zu können und weiter handeln zu können. Er hat ja nicht nur den Menschen hier drin geholfen, er hat auch für
jüdische Mitbürger in Berlin illegale Wohnungen besorgt, damit sie dem Abtransport ins KZ. Dafür wurde in Israel zu den Gerechten unter den Völkern geehrt. Zusammen mit seiner Ehefrau. Mit der Ehefrau. Gehört ja zu den Gerechten der Völker und ist in Yad Vashem dort mit gewürdigt worden. Mhm. Gut, okay. Was gibt es sonst noch? Also eigentlich hat Tölschau ja jede Menge getan, ist aber auf der anderen Seite kaum bekannt oder weniger bekannt als Bonhoeffer selbst. Das ist irgendwie erstaunlich. Ja, sie waren in zwei ganz verschiedene Typen. Also auch Tölschau war konsequent und eloquent und konnte sich durchsetzen und hatte was zu sagen, aber er war ein sehr bescheidener Mensch und hat das nicht in einen Theologieentwurf gegossen wie Bonhoeffer, der mit seinem bekannten Gefängnisbriefen in dem Buch Widerstand und Ergebung viel in die Kirche, in die Nachkriegskirche hineingewirkt hat. Tölschau hat es mehr sozial verstanden, seine Arbeit, und war ein sehr bescheidener, zurückhaltender Mensch, wurde auch hier eben in der Anstalt. Also Tölschau hat mehr getan als Bonhoeffer geschrieben. Kann man das so sagen? Das maße ich mir nicht an, das zu entscheiden. Bonhoeffer hat auch für jüdische Mitbürger Fluchtmöglichkeiten geschaffen. Aber es sieht so aus, als ob Bonhoeffer der größere Denker war und Tölschau der Taktiker. Aber Bonhoeffer hat auch sein Leben riskiert, das ist auch ganz klar. Ja, was gibt es sonst noch über Tölschau zu sagen? Er war ja später nochmal als Gefängnisseelsorger, und zwar, wie ich das gelesen habe, von 49 bis 51. Wissen Sie, was er danach gemacht hat? Also Tölschau ging nach Kriegsende, die Strafanstalt wurde ja zunächst aufgelöst, dann war er im Ostteil Berlins und hat an der wieder funktionierenden Humboldt-Universität einen Lehrstuhl inne gehabt über Kriminologie und soziale Arbeit, das kann ich jetzt nicht ganz genau mehr sagen. Aber er hat dort gemerkt, im Ostteil der Stadt, dass er seine Vorstellungen von Justiz und Justizvollzug nicht verwirklichen kann. Im Osten? Im Osten. Und ist dann wieder nach West-Berlin, hier nach Tegel, da war er hier noch eine Zeit lang Gefängnisseelsorger, hat vielleicht gemerkt, dass er ja auch hier seine Vorstellungen nicht umsetzen kann, und war dann in der evangelischen Kirche Westberlins, muss man sagen, der erste Industrie- und Sozialpfarrer. Sowas gab es bis dahin überhaupt nicht. Also er hat sich um Menschen gekümmert, nicht nur die an den Universitäten waren oder in den Schulen oder in den Gemeinden, sondern die an ihrem Arbeitsort auch Christ sein wollten, und er hat sich in diese Welt hinein gedacht und da unterstützt. Gut. Wird diese soziale Skulptur oft besichtigt? Das kann ich ehrlicherweise nicht genau sagen. Mir wird erzählt, dass hier öfter Touristen stehen und auch Aufnahmen gemacht werden. Ich weiß nur, dass die gleiche Skulptur, die ja noch mal drin steht, einer Stelle innerhalb der JVA, wo viele Inhaftierte auch vorbeikommen. Und wir erzählen dann immer die Geschichte von Tölschau. Also eine identische Skulptur gibt es innerhalb der Anstalt. Genau, identisch, beide Teile, Spiegel und Skulptur. Und das erregt schon Fragen, und dann erzählen wir davon. Und was Mut ist, diese Frage bleibt natürlich, aber die muss man sich zu jeder Zeit neu beantworten. Können Sie etwas erzählen zu der Künstlerin, die das Ganze initiiert hat, beziehungsweise Sie hatten sie angesprochen und sie hat dann ihre Vorstellungen mit Ihnen und Ihrer Kollegin sowie glaube 10 Gefangenen verwirklicht und umgesetzt. Ja, also angefragt wurde die Künstlerin von der JVA, von der Sozialpädagogik, und Frau Katrin Hattenhauer kam dann hier
an einem Abend ins Gefängnis, in die Kirche und hat einen Infoabend gemacht, hat ihre Vorstellung benannt. Und meine Kollegin Christina Ostrich und ich, wir haben dann, waren dabei und haben diese Gruppe begleitet. Frau Hattenhauer, das ist interessant, war in der Wendezeit aktiv. Sie ist auf die Straße gegangen, hat auch Mut gezeigt. Also vor dem Mauerfall. Vor dem Mauerfall und in der Zeit des Mauerfalls. Und wurde auch inhaftiert, noch in der DDR-Zeit. Und hat von daher natürlich eine besondere Sensibilität für das, was hinter Mauern passiert und wo Mut im Leben nötig ist. Und ihr war Pölschau bekannt? Oder musste ihr das Pölschau erst bekannt gemacht werden? Weiß, ich glaube, dass sie ihn so noch nicht gekannt hat. Aber die Frage... Also sie hat auch wohl mehr eher von Bonhoeffer und Leber gehört als von Harald Pölschau. Davon gehe ich mal aus, ja. Ja. Es war für uns alle interessant, sich mit Pölschau zu beschäftigen. Er hat ja auch Bücher geschrieben, aber die sind nicht so publikumswirksam gewesen. Ich werde dafür sorgen, dass sie publikumswirksam werden, das freut mich. Wenn ich sie zu Gesicht bekomme. Ja, schön. Herr Wurst, Harald Pölschau, darauf wollte ich nochmal zurückkommen, hat vorne eine Aktentasche, die etwas in die Mauer schon hineinragt. Mhm. Also fast so eine Stauffenberg-Tasche. Und obwohl er natürlich kein Attentat auf irgendjemand drin vorhatte. Ja, es ist, Sie haben das benannt, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Es ist natürlich ein relativ harmloser Inhalt. Ein paar belegte Brote und die Briefe, die rein und raus gingen. Aber auch Briefe können ja in gewisser Weise Sprengstoff sein. Explosionsmaterial. Ja, kann etwas bewirken. Ne? Vor allem, wenn sie raus, vor allem, wenn sie rausgehen und nicht die Grüße von der Familie und Freunden von draußen. Ja. Wunderbar, Herr Pfarrer Wurst. Ich bedanke mich für die Auskünfte, die Sie mir hier gegeben haben an der sozialen Skulptur für Harald Pölschau. Ein Gerechter unter den Völkern und offensichtlich wunderbarer Mensch. Danke Ihnen. Danke Ihnen auch.